Freunde, ich fange heute an mit meinem ersten richtigen Video auf diesem Kanal. Und zwar mit einer ersten Review, und zwar von einem chinesischen Serie. Und zwar geht es um die, ich will es nicht sagen, berühmte Serie, aber es geht auf jeden Fall um die Serie Just You. Und damit ihr vielleicht so einen kleinen Eindruck bekommt von dieser Serie, blende ich euch hier jetzt gleich mal das Intro bzw. den Trailer ein. Das ist das Einzige, was ich als Trailer gefunden habe. Also, los geht's. Also, ihr habt schon mal einen kleinen Eindruck bekommen. Man merkt auf jeden Fall, dass es in dieser Serie um Romantik geht und um Comedy und um Drama. Das sind die drei Hauptkategorien, was in dieser Serie vorkommt. Diese Serie wurde, wie gesagt, in China gedreht, also in Taiwan. Die Sprache, auf der sie dann also gedreht worden ist, war Mandarin. Jedenfalls, diese Serie hat insgesamt eine Staffel und jeweils 21 Folgen, die jeweils 90 Minuten gehen, also 1,5 Stunden geht eine Folge. Dann auf jeden Fall, was sich vielleicht viele fragen, um was geht's da? Und zwar geht's da um einen jungen Mann namens QG. Ich nenne ihn QG, wie er richtig ausgesprochen hat, laut Google-Übersetzer G-I, also eigentlich nur I. Und zwar wird er gespielt von Aaron Yan. Kleine Info zu ihm, und zwar, er ist 29 Jahre alt, er ist ungefähr 1,77 groß. Er ist in China geboren, seine Hauptarbeit ist Modeln, Schauspielern und auch Sänger. Also er ist Einzelartist, er ist ein Sänger, ja. Ich verlinke euch die Lieder mal unten in der Infobox. Er hat auch in sehr vielen weiteren Serien mitgespielt, und zwei Serien, die auf jeden Fall bei mir mit auf der Liste stehen, sind Fall in Love with Me. Nein, es steht nur dieses Fall in Love with Me auf meiner Liste. Und Sunshine Angel. Ja, zurück zum Inhalt. Und zwar geht es darum, dass er hier eine neue Designfirma eröffnet hat namens Gaze. Und dass er wirklich der mieseste Boss überhaupt ist. Er ist sehr streng und er hat die Anti-Dating-Regel erfunden. Das heißt, dass die Mitarbeiter sich untereinander nicht daten dürfen. Natürlich waren darüber sehr viele aufgebracht, auch seine Mitarbeiter. Und unter den Mitarbeitern ist auch die zweite Hauptperson, und zwar eine gewisse Sheng Lang Lang, gespielt von Puffco. Kleine Info zu ihr, sie heißt mit englischem Namen Puffco und auf Chinesisch heißt sie Go Chiu Fu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich glaube es zwar nicht, aber ich habe es versucht. Sie ist 27 Jahre alt, ungefähr 1,66 groß, ist auch in China geboren und ihre Hauptarbeiten sind auch Schauspielern, Modeln und Singen. Sie ist in einer Girl Group und die heißt Girlstream. Und in dieser Gruppe sind noch zwei weitere Personen, zwei weitere Mädels. Und ja.
Sie hat unter anderem auch in mehreren Serien mitgespielt, darunter in zwei Serien, und zwar in Pleasantly Surprised und in Fabulous Boys. Zurück zum Inhalt. Sheng Lang Lang ist mit einer Kollegin befreundet namens Kate. Sie wird gespielt von Catherine Wang. Und sie ist, ich sag jetzt mal, mit einem weiteren Mitarbeiter verlobt. Beziehungsweise sie wollten sich verloben. Und zwar ist es der gewisse Alex. Gespielt wird der von Tang Zheng Gang. Nur leider fliegt die Verlobung ins Wasser, da ja dieses Anti-Dating-Verbot aufgegeben wurde von dem Chef. Und der Chef wusste das, dass die beiden sich verloben wollten, und hat die beiden vor die Wahl gestellt und sagte, entweder ihr heiratet und ihr werdet raus und ihr fliegt raus, oder ihr arbeitet weiter und heiratet nicht. Natürlich hat Alex kalte Füße bekommen und hat gesagt, er arbeitet lieber. Kate war natürlich am Boden zerstört und hat bei Lang Lang sich Trost gesucht. Und die ganze Firma, also die ganzen Mitarbeiter und so, waren auch der Meinung, dieses Anti-Dating-Verbot muss weg. Das stört einfach nur. Und die haben halt beschlossen, dass sich Lang Lang um dieses Problem kümmern soll. Und Lang Lang war der Meinung, dass sie das Dating-Verbot nur loskriegt, wenn sie es schafft, dass er sich in sie verliebt. Das ist sozusagen der Inhalt, darum geht es. Lang Lang versucht dann mit allen möglichen Mitteln, dass er sich in sie verliebt. Und ob sie es schafft, das überlasse ich euch. Es gibt natürlich sehr viele Schwierigkeiten in dieser Serie, da kommt dann auch das Drama ins Spiel. Und zwar kommt eine gewisse Ding Jiayu ins Spiel, und sie wird gespielt von Laila Lin. Mit ihr fängt das Drama dann sozusagen richtig an. Und dazu kommt auch noch ein gewisser Dean, und er wird gespielt von Dean Fujioka. So, dann gleich ein paar Fragen beantworten. Und zwar erstmal die Frage, wie bin ich auf diese Serie überhaupt gekommen? Und zwar bin ich auf diese Serie durch YouTube gekommen. Also mein Interesse wurde geweckt, und dann habe ich halt gesucht, wo ich das schauen kann, und dann habe ich auch eine Seite gefunden. Die heißt nämlich Wiki, also viki.com. Blende ich euch hier unten ein, und Link ist auch in der Infobox. Dort kann man alle möglichen asiatischen Serien schauen, und ich war wirklich froh, diese Seite gefunden zu haben. Diese Seite ist natürlich mit Untertitel, also es gibt sehr viele Untertitel, es kommt drauf an, wie neu die Serien sind, da gibt es dann vielleicht noch nicht so viele, aber wenn die Serien schon etwas älter sind oder so, dann gibt es da über 49 Languages, also das ist schon echt krass. Und Englisch, also Englisch ist auf jeden Fall immer dabei, und Deutsch nur ab und zu, aber auf jeden Fall ist Just You auch auf Deutsch und so weiter und so fort. Also es ist wirklich fast wie YouTube. Dann zur Sache, wie ich die Serie fand. Und ich mache das jetzt immer so, ich tue immer sozusagen die Geschichte, also ja genau, wir machen die Geschichte, die Schauspieler, die Musik und die Kulissen und das komplette Fazit. Und das bewerte ich immer nach Sterne und sage dann immer, warum, wieso, was. Und dann sage ich noch, was mir gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. So, dann fangen wir, wie gesagt, mit der Geschichte an. Ich fand die Geschichte eigentlich so typisch dramamäßig. Also ich spoiler jetzt mal so ein kleines bisschen. Es geht auch um eine Familiengeschichte, also von QG. Die Familie, ja, die ist ziemlich mit im Spiel. Es war so ein typisches Familiendrama. Ich meine, es war gut gemacht, es war interessant, aber es war echt lustig gemacht. Vor allem da auch so, ich glaube, die ganz großen Hauptcharaktere waren hier Romantik und Comedy. Also Drama war, ich hätte gesagt, nur ein kleiner Teil davon. Ja, das kommt jetzt drauf an, aber ich hätte für die Geschichte so zwischen 3 und 4 Sterne gegeben von 5. Und dann kommen wir zu den Schauspielern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war beeindruckt. Also, ich sag jetzt mal, ich habe auch ein paar Videos angeschaut nach der Serie, wo die Hauptcharaktere, also wo zum Beispiel Aaron und Puff,
die Outtakes sozusagen gedreht haben, beziehungsweise wo man hinter den Kulissen gefilmt hat. Also das war schon echt krass, aber bei Puff, also Lang Lang ist ein sehr aufgeweckter Charakter, also sie ist sehr aufgedreht, lebensfroh, immer fröhlich, das ist sie nicht. Also sie ist schon auch lustig und aufgeweckt, aber sie ist ruhiger. Ich glaube, aber für sie war es bestimmt auch lustig, Lang Lang zu spielen. Es gab bestimmt sehr viele Sachen, wo sie immer lachen mussten. Ich vergebe 4 Sterne von 5. Ich denke mal, das passt. Dann zu der Musik, und zwar, es gibt einen Soundtrack zu dieser Serie, verlinke ich auch in der Infobox. Ein Lied wurde sogar von Aaron persönlich gesungen, schreibe ich in Klammern dahinter. Ich fand die Musik eigentlich ziemlich zu den Situationen passend, weil, und da müsst ihr wirklich mal auf den Text achten, da wirklich ein sensibles Mädchen bricht da in Tränen aus, vor allem wenn auch die Szene dazu passt. Dann zur Kategorie Kulissen, da gebe ich mal keine Sterne, also da mache ich überhaupt keine Sterne hin oder so. Und zwar, die Serie spielt ja in China, fast alles. Was ich gerne wissen wollen würde, ob, wenn jemand die Serie schon gesehen hat, QG und Lang Lang leben ja in so einem Haus, ist auch gespoilert, aber das sieht man ja am Anfang schon, leben ja in so einem Haus, und da würde ich gerne wissen, ob man in so einem Haus leben kann, wenn man normal verdient. Ob das jemand von euch weiß. Also kann man in so einem Haus leben, wenn man normaler Durchschnittsverdiener ist? Oder muss man da schon etwas mehr verdienen? Dann noch, was mir gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. Was mir nicht gefallen hat, gibt es, glaube ich, eigentlich nur eine Sache. Und zwar war das die liebe Ding Da-Yu. Beziehungsweise die schauspielerische Leistung von ihr. Ich weiß nicht wieso, vielleicht ist es auch nur mir aufgefallen oder vielleicht sollte es auch so rüberkommen. Ding Da-Yu hat auf jeden Fall sehr oft geweint oder sollte sehr oft weinen. Und sie hat auch manchmal nur so getan, wie als ob sie weint. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat bei beiden Situationen bemerkt, dass sie geschauspielert hat. Zumindest fand ich das so, dass sie gemerkt hat, dass sie geschauspielert hat. Ich meine, vielleicht sollte es auch so sein, also bitte hatet jetzt nicht, was weiß ich, oder warum ich mich darüber aufrege, tue ich überhaupt nicht, wirklich nicht. Mir ist das nur aufgefallen. Und was mir gefallen hat, bis auf das eine, war es eigentlich alles toll. Es hat mir Spaß gemacht, die Serie zu schauen, und ich bereue es auch nicht. So Leute, ich denke, das war's mit diesem Video. Ich habe alles Mögliche gesagt oder erklärt oder gezeigt, was ich zu dieser Serie sagen, zeigen, tun musste. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt zu reden, zu diskutieren, zu erzählen, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ich werde mir das durchlesen und natürlich auch antworten. Wenn ihr die Serie auch gesehen habt, dann könnt ihr mir auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr selber die Serie fandet, was ihr schlecht fandet, was ihr gut fandet. Und was ich euch gefragt habe, wenn ihr mir das beantworten könntet, wäre das echt super. Ich schreibe alle Fragen nochmal, wenn ich sie zusammenkriege, in die Infobox. Okay, das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ach ja, genau, dann fällt mir noch ein, was ihr noch in die Kommentare schreiben könnt. Wenn ich irgendwas verbessern kann, wenn ich irgendwas noch mehr sagen soll zu den Serien oder so, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Oder falls ich irgendwas vergessen habe oder so oder irgendwas Wichtiges, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich denke, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!